Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Meizing Dragons German. Auch von mir herzliches Willkommen zu Meizing Dragons German. Ja, mein Co-Moderator ist wieder mal mit dabei. Wir haben jetzt Sonntagmorgen und ich wollte unbedingt mit euch ein paar Dinge besprechen. Unter anderem den wundervollen Raid. Nein, den wollte ich nicht mit euch besprechen, aber ich kann euch sagen, ich bin ja noch nicht so oft auf Raid gewesen, aber ja, so manchmal ist es schon ein bisschen durcheinander, wenn man Minimum erreichen muss, aber nicht hitten darf und gut, die wie heißt es, die oftmals Raid-Geher von euch kennen das vielleicht. Ich finde das total neu. Mein Problem war, ich wollte gestern Abend, also Samstagabend, wollte ich halt meine Punkte wegroppen, weil ich da halt Zeit dazu hatte oder gehabt hätte. Und dann hieß es auf einmal, nö, nicht mehr schlagen, wir dürfen nicht mehr und überhaupt und hin und her. Und jetzt, ja, bin ich mal gespannt, wie das alles so läuft, weil dann wurde das Minimum runtergesetzt, finde ich auch total faszinierend. Also auch sowas gibt es wohl bei Raid-Zügen. Dann hatte ich das Problem, dass gestern Abend dann auch, ich weiß nicht, um eins rum wurde das dann freigegeben und dann, ja, hatte ich dann irgendwie auch nicht mehr die Lust, nachdem dann irgendwie es später war, weil ich habe das dann auch erst um halb zwei gelesen, dann habe ich dann noch ein bisschen gebettelt und ja, egal. Auf jeden Fall, ich kann euch sagen, so Raids, die machen Spaß, die sind lustig, die sind toll, mehr oder weniger. Gut, was wir jetzt noch haben, ist hier praktisch der Heroic Mode mit der Shell Shock Battleblade. Lustigerweise, um gleich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen, hatte ich die Rüstung tatsächlich schon in meinem auf meinem Handy-Charakter. Hatte die schon auf 32, hab dann netterweise die auf 35 hochgemacht, hab dann ein paar Kisten geöffnet, was ich jetzt mit euch auch noch machen will, und hab die nochmal direkt im Plus bekommen. Also wenn ich da den Heroic-Mode fertig habe, habe ich die Rüstung dreimal im Plus. Klingt komisch, ist aber so. Möchte eine Co-Moderatorin wenigstens mal guten Tag sagen? Hallo. Hallo. Und ich hoffe, der Papa kriegt Glück beim Kisten aufmachen. Genau, das hoffen wir alle. Also, so, außer die, die es nicht hoffen, aber die sollen den Mund halten. Nein, Spaß beiseite. Also, ich werde heute ein paar Kisten öffnen, ganz einfach, weil es so aussieht, als ob ich in dem Raid jetzt nicht so viel Gems ausgeben werde, weil ich jetzt vor lauter Frust einfach was haben will und überhaupt. Was ich vorher noch gucken möchte mit euch ist, ob ich so eine Shellshock-Dings vielleicht sogar schon hab. Das ist eine Erdwasser. Nö, sieht nicht so aus. Sieht sich nicht so aus. Billabong. Ne, hier hinten hat die eigentlich auch nichts mehr zu suchen, weil die ist eigentlich schon in der auf Level 1 schon ziemlich groß. Die hätte eigentlich dann irgendwo hier vorne stattfinden sollen. Wahrscheinlich sogar vor der hier. Gut, okay. Dann hat sich das erledigt. Ist jetzt zwar irgendwo schade, andererseits werde ich jetzt keine Fusions-Action da abziehen. Hier mache ich gerade noch die 4-Sterne-Rüstung zum Hochleveln der Dragonforge, die ich im Augenblick noch habe. Die ist mittlerweile, weil ich sie jetzt für den Raid hochgelevelt habe. Ja, es ist nur eine Wasser und wir machen einen Wasser-Mystic? Nee. Wasser-Luft? Nee. Wasser-Erde? Ach, ich weiß gar nicht, gegen was kämpfen wir eigentlich gerade. Wasser-Mystic, glaube ich. Nee. Oder? Auf jeden Fall was mit Mystik. Ja, ich glaube Wasser-Mystik, ja. Auf jeden Fall ja, aber da ich sonst keine wirklich passende Rüstung hatte, habe ich einfach die ein bisschen noch hochgelevelt. Von den Werten her ist es toll, sie hat zwar kein Bonus beim Schlagen, aber ist trotzdem eine von den Rüstungen von meinen dreien, die eigentlich mehr Schaden macht als weniger. Gut, zumindest laut Raid-Kompagnon, da wird es ja dann immer alles aufgedröselt. So, dann das nächste, was ich halt hier gesehen habe, was ich mir ja schon immer mal gewünscht habe, die Spectral Vanguard. Ja, da gibt es diese Dreierbären. Und da gibt es auch die Dreierbären, genau. Und zufälligerweise habe ich mir gedacht, wir machen das jetzt einfach mal einmal durch. Go to Chests. Mach bitte mal die Dreierbären. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass es da was Gutes gibt. Also ich hatte gestern Glück und habe nur beim ersten Mal eine 3-Sterne bekommen. Danach habe ich nur Epics bekommen. Ich habe das auf dem Handy, wie gesagt, schon mal einmal durchgemacht. Wir öffnen jetzt hier erstmal das hier. Und toll ist halt, dass wir hier hinten auch den Schmuck bekommen, weil selbst wenn wir dann irgendwann die Spektral bliblablo bekommen, kriegen wir auch den Schmuck dazu. Und das ist eigentlich das Tolle, was mich daran so ein bisschen reizt.
Blöderweise läuft im Hintergrund gerade, das ist nur eine 4 Sterne. Ja. Läuft, eine 4 Sterne im Plus. Ich meine, ist jetzt egal, weil... Und die. Und Schlüssel, ja, aber die kriegt man sowieso kennt. Ja, und auf jeden Fall läuft im Hintergrund gerade XCOM 2 als Upload hoch. Ja, dann mache ich doch nochmal, wenn du sagst, ich soll es nochmal machen. Nein, jetzt. Guck mal, der Plan ist, dass wir das bis hier hinten hin machen. Weil da haben wir eine 25%ige Chance, 25 erhöhte Chance, so eine Rüstung zu bekommen. Oh. Ja, das ist eine normale Epic und die Bären, das ist eine Summoner's Garb. Die habe ich komischerweise auch auf dem Handy bekommen. Die hat jetzt von den Startwerten her ist die gar nicht so schlecht, aber ist halt nicht im Plus. Muss mal gucken. Über 2000, sehr gut. Kannst doch gerade mal nur bis 100 rechnen, Kent. Okay, und hier kriegen wir jetzt den Schmuck. So oder so, wenn ich jetzt die Spektral bekommen hätte, hätte ich mindestens mal bis zu den 39 Gems hoch gemacht, weil ich ja gerne... Alles, was da unten nicht gekommen ist. Genau, weil ich gerne das bekommen wollen würde. Oh Mann, ich bin ja so aufgeregt. Eine Epic und eine Legendary. Shark Steel Mantle, okay, das ist billig. Also wir haben die hier. Ist ja gut, eine. Oh. Ja. Ja. Ist die gut? Yes. So. Sogar noch eine. Und jetzt nochmal. Wie oft noch? Jetzt noch einmal danach. Dann kriegen wir nochmal 6 Schlüssel und wir haben eine 25% erhöhte Chance. 25 mal erhöhte Chance. Wir skippen jetzt einfach. Ach, gut, hier haben wir nur noch. Und hier kriegen wir das Amulett dazu, ja. Und das ist auch nicht schlecht. Jetzt, und wir haben hier eine Fusionsbooster-Armor. Na super, da gab es auch schon mal mehr. Noch einmal. 6 Schlüssel. Du kannst jetzt wieder von neu anfangen. Yep. Ganz ehrlich, das habe ich mir auch überlegt. Und jetzt, wo eure Mutter nicht mehr im Raum ist, wird sie nicht merken, was ich hier an Geld ausgebe. Ja, so oder so ungefähr. Jetzt ist so lange, wie es jetzt lädt, da muss jetzt einfach die Spektral drin sein. Nö. Aber eine Fünferne Rüstung. Ja, aber eine alte, die ist zwar in Plus, aber das ist... Oh, jetzt bin ich aus Versehen nochmal draufgegangen. Oh, das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Ich habe mal gerechnet, ich glaube 160 Gems kostet mich das, wenn ich das hier mache. Im Zweifelsfall, wenn ich dann doch in dem Raid jetzt noch ein bisschen was bringen muss, muss ich mir halt nochmal ein paar Gems besorgen. Aber da muss man durch. Ist dann halt so. Skippen wir das mal. Eine 4-Sterne-Rüstung und den einen Schlüssel. Okay. Nur noch die Bäre. Nee, ich will jetzt schon noch einmal alles durchmachen. Die Bären. Die Bären sind natürlich schon eine super Sache. Feuerbären. Ja. Aber die werden wir heute dann nicht mehr in dieser Folge draufhauen. White Walkers Shelter, die ist jetzt auch nicht so der Bringer. 5-Sterne-Rüstung. 5-Sterne-Rüstung, aber halt nicht so, wie ich sie gerne haben würde. Haben wollen würde. So, was aber die Bär ist besser. Ich würd halt wirklich gern dieses Spektral-Dingens haben. Ich bin halt auch ein fauler Mensch und dann müsste man nicht so oft rum. Ja, super, eine 3. Also das ist jetzt ja ein bisschen 12-fache Chance auf Spektral-Vanguard. Oh Mann. Ich wollte ja keine Kisten mehr öffnen. Aber ich habe dann bei Line, ich meine, das ist ja echt fies, wenn man dann auch in verschiedenen Chats ist, habe ich gesehen, was die Leute da alles bekommen haben. Unter anderem ja auch die Spektral-Vanguard. Ja, Spektral. Hört sich jetzt an wie Frühstücksspeck, aber gut. Ja, und riesig weg. Deswegen habe ich überhaupt jetzt hier diese Öffnungssession gemacht, aber ich glaube fast, dass ich nicht der Glückliche bin. Andererseits geht das ja noch ein paar Tage, vielleicht werde ich dann später nochmal... Nee, natürlich bin ich nicht bei den Glücklichen. Aber wenigstens kriegen wir hier nochmal Fusionsboost-Arm aus. Das ärgert mich jetzt. Ja, da gibt es Pets. Oh, da gibt es Pets. Ja, 1-3 Sterne. Na super, nee. Einmal? Ja, einmal, wenn ich das versuche. Oh Mann. Pets, bitte. Ach, und die sind schon gleich Stufe 2. Okay. Bitte. Nee, das wird nix. Hoffentlich. Wahrscheinlich wird's 2. Oh, wieder voll viele Gems ausgegeben. Nein.
Hi, bitte. Ein Einser. Okay. Ja, gut. Alles ist super. Nein, ich darf ja nicht mehr singen. Wurde mir ja von euch verboten. Oh, Papa. Wir machen gleich die 14, aber erstmal die 34 hier. Wir brauchen ja immer noch das Set-Gegenstand, dieses Amulett von der Wasserrüstung. Atoll Reef oder so. Atoll Sethorn. Ja. Wir machen das hier so. Hier ist nichts Sättiges dabei. Leider auch keine Gems. Wir haben 48 Gems. Immer noch keine Gems, weil es verändert sich hier oben nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Meine Tochter beschwört gerade hinter mir den Computergott, dass da Gems dabei sein sollen. Wäre natürlich jetzt lustig. Also wenn ich jetzt nochmal auf über 160 komme, würde ich vielleicht sogar nochmal eine Viererrunde öffnen. Einfach aus Prinzip. Weil irgendwann muss ja was drin sein. Wahrscheinlich habe ich jetzt alle schlechten Kisten gegriffen und ihr greift dann die guten und kriegt dann dreimal, viermal die Spektral-Vanguard. Oh Mann. Ach, das ärgert mich jetzt echt ein bisschen. Bitte. Und hier ist Set-Gegenstandsmäßig. Oh, aber hier ist eine Vierer drin, aber... nicht den, den wir brauchen. Nicht den, den wir brauchen. Und es ist auch von den... wäre da jetzt Angriff mit dabei gewesen und Leben, das hätte ich vielleicht dann hochgelevelt, aber so ist es nicht unbedingt das, was ich wollte. Und jetzt bei einer Kiste genau das drin zu haben, wie wahrscheinlich ist das? Nicht. Sehr unwahrscheinlich. Ja, aber zwei Sterne ist ja auch schon mal. So, dann haben wir hier natürlich eine größere Chance auf Set-Gegenstände. Vor allen Dingen haben wir hier 14 Schlüssel, die wir auf den Kopf hauen können. Ja, da hat man größere Chance. Jo. Ganz, ganz großer Rüstung. Wow! Die Nemesis, Kaiju im Plus. Joa, aber ansonsten eine Fusionsboost. Sehr schön. Ist auch gut. Ist auch gut, aber ist jetzt nicht das, gibt's was wir da haben auch wollten. Gems? Da gibt es auch Gems, aber auch da bekommen wir jetzt keine wieder. Ist noch auf 48, das würde ja sofort umspringen. Oder ziemlich sofort. Und es sind ja auch nur noch drei. Naja gut, wir kriegen zwar ein Set-Amulett, aber das ist nicht das Richtige. Richtige. Nun gut, aber 67 auf Leben ist ja auch schon mal eine super Sache. So, das war jetzt eigentlich mein großes Kistenöffnen. Und ein trauriges. Irgendwie war es auch traurig. Also es hat auch im Handy besser funktioniert. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Jetzt werden erstmal wieder Filme geguckt und gemacht und getan und erstmal auf den Raid gewartet, bis der zu Ende ist. Diese Kisten gibt es ja, glaube ich, auch noch ein paar Tage. Die Pets machst du weiter. Die Pets, von den Pets werde ich jetzt keine mehr öffnen, weil, also wir haben das hier noch 5 Tage, 13 Stunden. Ich denke, ich werde das nochmal machen. Ich will diese Rüstung. Verdammte Hacke. Vor allen Dingen habe ich jetzt zweimal den Schmuck. Am liebsten hätte ich die Rüstung zweimal und wenn ich es dann nochmal durchmache, dreimal, sodass ich dann... Achso, kann die eigentlich jeder anziehen? Ich bin gerade am überlegen, oder kann man die nur mit dem Haupthelden anziehen? Papa, ich weiß es gerade gar nicht. Papa? Ich weiß nicht, was soll es bedeuten? Ist es eine Lichtrüstung? Das ist eine Lichtrüstung und ich glaube, Lichtrüstung konnte nur der Hauptheld anziehen, kann das sein? Aber ich habe gerade keine da. Doch, die Wasser. Eine Lichtrüstung, die Wasserrüstung. Merkst du, dass das nicht zusammenpasst? Nee, merkst du nicht, aber gut. Also es passt nicht zusammen. So, okay. Also, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns. Wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Tschüss! Oh, im Chor. Gut, also Tschüss, bis dann, euer Eid.